Hi und willkommen zu meinem Halloween-Spezial. Am Freitag aufgenommen, am Samstag hochgeladen. Vielleicht auch noch am Freitag. Kommt drauf an. Muss ja noch jemand Probe gucken, ob es gut ist. Ja. Ich habe sogar ein Kostüm. Und das werde ich euch jetzt tatsächlich auch gleich zeigen. Sekunde. Webcam-Probleme. Ihr seht mich jetzt für ein paar Sekunden nicht, weil ich muss noch in diese doofen Schuhe rein. Aber ohne die versteht man das Kostüm leider nicht so ganz. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann habe ich es endlich geschafft und kann aus diesem Kostüm raus. So. Sieht ein bisschen doof aus. Und die Schuhe machen es dann. Ich gehe als der gestiefelte Kater. Ja. Das ist so... Ich bin total märchenverrückt. Das haben wahrscheinlich schon einige gemerkt. Die anderen nicht. Und gestern hat mich mein Papa etwas aufgezogen damit, dass diese Schuhe aussehen wie die Schuhe vom gestiefelten Kater. Und so bin ich irgendwie drauf gekommen, dass ich dieses Jahr als der gestiefelte Kater gehe. Wie das dann aussieht, seht ihr im zweiten Video. So, jetzt erzähle ich euch noch einfach etwas allgemein zum Thema Halloween, wie ich das sehe, wie Halloween für mich ist. Und werde natürlich auffällig euch darauf aufmerksam machen. Seht, ich habe ein paar Halloween-Accessoires in meinem Hintergrund. Ich muss sagen, mir ist die Idee zum Spezial erst sehr spät gekommen und deswegen hat es irgendwie dann kurz vor knapp bin ich noch drauf gekommen, dass man ja auch Deko dazu brauchen könnte. Dann bin ich noch am Dienstag schnell los und habe Deko gekauft, die da ist. Und ja, Weihnachten wird auf jeden Fall besseres Spezial geben, die Adventszeit. Gut. Gestern oder vorgestern war bei uns in der Zeitung dieses Riesending mit allem, was Halloween betrifft, wo ich mir dann auch so gedacht habe, ist das nötig? Ist das wirklich so wichtig? Ja. Was ich allerdings tatsächlich interessant fand, war, dass vermutet wird, dass Halloween eigentlich aus Irland kommt. Weil meine leibliche Mutter ist zum Teil Irin, zum Teil Schottin und das ist so, dass ich dadurch ja auch irgendwie ein Stück Irin, ein bisschen Schottin bin. Merkt man auch oft an so Kleinigkeiten. Ja, ich trinke auch irgendwie komischerweise, ich werde bei allem Alk total besoffen, und zwar richtig schnell. Also mich abzufüllen ist nicht teuer. Ich werde bei einem Glas Alkohol schon total voll. Ich vertrage kaum einen Wein. Aber ich trinke sehr gerne Whisky. Und den vertrage ich auch verhältnismäßig gut. Wobei ich nur den irischen gut vertrage. Den anderen, da werde ich auch total schnell hack. Oh Gott, das sollte ich euch nicht erzählen. Das ist total schlechter Vorbildmoment. Zu meiner Verteidigung. Ich bin schon 22. Und ich trinke nicht oft. Ich trinke, wenn es hochkommt, so ja, einmal im Jahr. So an Silvester. Da gönne ich mir mal ein Gläschen. Ich hatte sogar manchmal schon vom Fondue von meiner Oma etwas angetrunken. Na gut. Ich bin etwas aufgeregt, weil für mich ist morgen eigentlich ja, morgen ist ja erst Halloween. Ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen so sind. Schreibt mir gerne was in meine Kommentare. Ihr wisst ja, wie immer. Und jetzt erzähle ich euch noch, was ich heute plane. Heute ist Freitag. Heute will ich noch etwas die Sims spielen, mir die aktuellen Fußballergebnisse anschauen, mir noch einen Film anschauen und dann werde ich wahrscheinlich früh ins Bett gehen, weil ich bin total müde. Der Dreh hat etwas mehr Kraft gekostet, als ich gedacht hätte. Aber er war es wert. Ja, und ich bin auch schon die letzten Tage nervös gewesen, weil ich nicht wusste, ob es funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Es hat besser geklappt, als erwartet. Ja, zum Thema Halloween, klingt für mich komisch, ist aber so, ich mag's nicht. Plötzlich läuten da Leute an, das klingt irgendwie gerade komisch. Plötzlich klingeln Leute an deiner Tür und wollen Süßkram von dir. Ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter nicht so ganz, 100%. Es ist einfach, ja, es ist ein Brauch, aber es ist ja eigentlich kein deutscher Brauch. Und eigentlich auch kein amerikanischer Brauch. Es ist ein irischer
Irland war es. Ich habe es mir mit der Eselsbrücke meiner Mom gemerkt, aber da gibt es zwei Möglichkeiten. Nun gut. Ja, es ist ein irischer Brauch, in dem es eigentlich darum ging, dass der Übergang vom Herbst auf Winter gefeiert wurde und man noch ein letztes Mal gesagt hat, wie schön es war, dass die Ernte gut war und solche Sachen. Und nicht irgendwie wirklich so zum. Da ging es nicht um Süßkram, da geht es nicht um Kostüme oder so. Es hat eigentlich wirklich so einen richtig traditionellen Hintergrund. Es tut mir leid, es ist wirklich spät und ich versuche gerade noch so kurz vor knapp dieses Video aufzunehmen, weil ich vorher nach dem Dreh erstmal eine Stunde mich hingelegt habe und eingepennt bin und damit meinen kompletten Zeitplan ruiniert habe. Also Entschuldigung für die Sprachfehler. Und ich kann auch nicht so lange widersprechen. Habe auch noch ein paar kleine Hänger hier und da in meinem Kopf. Die Kürbisse sind ja an sich, finde ich immer eine tolle Sache. So Kürbisschnitzen und so, das macht Spaß. Ich habe es mal gemacht. Nur einmal, dann nie wieder. Ich habe mir nicht fies den Finger geschnitten, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und der Kürbis stand immerhin schön bei uns im Flur, im Hausflur. Naja. Aber sonst hatte ich, ja, dann vor ein paar Jahren hatten wir mal, haben unsere neuen Nachbarn dann bei uns Halloween geklingelt. Das war auch süß und nett. Fand ich total schön. Aber so alles in allem ist Halloween bisher an mir immer vorbeigegangen. Außer im Thema Fernsehen. Ich freue mich jedes Jahr riesig auf Simpsons Halloween-Spezial. Dieses Jahr war es nicht so doll. Ich habe es mir im Internet angeguckt und es war einfach schwach im Vergleich zu denen davor. Naja. Ich gucke auch gerne an Halloween irgendwelche Gruselfilme. Das habe ich mir zum Beispiel irgendwann Final Destination, die ganze Reihe über Halloween, die Halloween-Nacht reingezogen oder auch mal Saw und die Ring-Reihe. Hannibal, die Serie. Sehr super, wenn man an Halloween. Das geht gut. Oder auch die Filme Das Schweigen der Lämmer, wo ich bis heute noch nicht gecheckt habe, warum es das Schweigen der Lämmer heißt. Ich meine, ich habe da in dem Film, glaube ich, nur einmal Schärfe gesehen. Tja. Auch so eine Sache. Warum nennt man eine Sache, wenn da nur einmal drin vorkommt? Naja, okay. Ich muss sagen, besonders viel mehr fällt mir zu Halloween nicht ein, aber ich könnte euch zum Beispiel jetzt noch kurz zwei, drei Sachen aus diesem, hier, aus dem, ja, aus diesem Artikel rauslesen und mal schauen. Wie Feiertage, der Tag nach Halloween ist in Deutschland nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rhein-Pfalz und Saarland ein Feiertag. Oh, das wusste ich gar nicht. Morgen ist ein Feiertag. Puh, das sollte auch nicht an die Läden auf. Ja. Ja, hier. J zum Beispiel ist vielleicht interessant. J wie Jack O'Lantern. Lantern, glaube ich, heißt der. Jack O'Lantern. So wird der Kürbisgeist auch genannt. Einst war Jack der Teufel über Ohr gehauen. Ah! Hat Jack den Teufel übers Ohr gehauen und fand deshalb nach seinem Tod keinen Platz in der Hölle. Für den Himmel hatte Jack zu viele schlechte Taten begangen. Oh. Tui, das klingt aber nicht nett. Aus Mitleid gab der Teufel Jack einen glühende Kohle in eine Rübe, mit der er durch die Finsternis zwischen Himmel und Hölle wandern konnte. Sehr nett. Also, ich finde das jetzt nett. Also, dass der so viel Böses angestellt hat, nicht, aber es klingt ja nicht schlecht, dass er wenigstens einen Kürbis bekommen hat. Dass wir deswegen jetzt Kürbisse aushöhlen müssen und da irgendwelche Laternen reintun, ist ja nicht so. Naja. Und jetzt kann ich euch noch H wie Halloween vorlesen, woher der Name kommt. H wie Halloween, der Begriff stammt von Hal La
Always. Evening. Ah, all everything's evening, glaube ich, hieß das. Das kenne ich. Das ist ein schottisches Ding. Das ist irgend so ein schottisches Fest. Da werden irgendwie. Also der Tag vor Allerheiligen. Es gibt nur auch Theorien, die behaupten, Satanisten hätten den Namen All Happenings Eve gestohlen und Halloween daraus gemacht. Aber das kenne ich wirklich. All Happenings Eve ist nämlich ein schottischer Feiertag, womit bewiesen ist, dass das wahrscheinlich aus Schottland kommt. Falls ich mich irre, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mir da auch nicht 100% sicher, aber ich habe es mal irgendwo in diesem Zusammenhang gelesen, soweit ich mich erinnere. Ja, das war's. Mehr kann ich euch zu Halloween nicht erzählen, weil ich ehrlich gesagt null Ahnung von Halloween habe und es auch nicht so wirklich mein Festtag ist. Bis nächstes Jahr. Ja, nie. Entschuldigt. Bis zu meinem nächsten Video. Das kommt dann wieder wie gewohnt. Jeden eins am Mittwoch, eins am Freitag. Diesen Rhythmus behalten wir dann bei. Außer in der Adventszeit, da wird sich das etwas ändern. Aber das erzähle ich euch dann im anderen Video. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Meine E-Mail, ihr könnt mir auch E-Mail fragen oder was auch immer stellen. Das ist bell.riedmeier@outlook.com und ihr könnt mir auch auf Facebook schreiben, das wäre dann Ella Bella Flur. Ja, also dann, bis dann, ciao!